Darauf sollte man in der Produktion achten. Hallo meine Red Bull Reiter und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Und zwar habe ich heute einmal im Test für euch, ich teste sehr selten Drinks, aber da dachte ich, das muss ich einmal probieren. Und zwar die neue Winter Edition Red Bull Birne Zimt. Ja Leute, Birne und Zimt, richtig geil, beides mag ich. Ich stelle mir die Kombination echt richtig gut vor und ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Ich kipp sie mal in ein Glas für euch, damit man sich auch mal die Farbe ansehen kann. Und ich bin echt gespannt, ob es nach Zimt schmeckt. So, das sieht einmal aus. Ich will jetzt nicht sagen, wie es aussieht. Das ist ein gelbliches Getränk. Das Ganze ist immer noch ein Energy Drink und man riecht auch so ein bisschen diesen Energy Drink Geschmack. Man riecht den Geschmack, man riecht den Geruch. Ja, schmeckt nach Birne. Es ist auch süß. Zimt. Nö. Also man schmeckt, dass es nicht nur Birne ist, aber was mich stört, ist dieser Energy Drink Geschmack. Es wäre richtig geil, wenn das nur Birne und Zimt ist, aber es kommt wirklich dieser Energy Drink Geschmack durch. Zimt ganz wenig. Man schmeckt, dass es nicht nur Birne ist, aber Zimt, also ich sag mal so, Leute, die gar kein Zimt abkönnen, die werden das auch mögen, weil es gar nicht nach Zimt schmeckt. Also es schmeckt nicht nur nach Birne, dann wird das dieser Zimtbeigeschmack sein, aber der kommt hier sehr wenig durch. Echt schade. Ich finde es aber lecker, weil mit Birne macht man irgendwie viel zu wenig. Die Geschmacksrichtung Birne ist wirklich lecker, allerdings fehlt hier der Zimt. Wirklich sehr dezent, also wirklich kaum vorhanden. Verkackt. Wieder mal verkackt. Jemand, der kein Zimt mag, der wird das hier auch nicht mal rausschmecken. So wenig ist das. Es schmeckt wirklich einfach nur gar nicht nach Zimt. Birne, wie gesagt, so ein bisschen auch sehr viel dieser typische Energy Drink Red Bull Geschmack. Es ist ja auch ein Red Bull Getränk von daher. Aber sie haben den Zimt vergessen. Darauf sollte man in der Produktion achten, wenn man das... wenn man dieses Getränk auch schon Birne Zimt nennt. Ich würde ihm 7 Punkte geben, weil ich finde es geschmacklich ganz okay. Ich habe es von Rewe, ich glaube bei Kaufland gibt es das auch. Das ist, glaube ich, jetzt in allen Supermärkten. Ja, Leute, probiert es auch gerne aus und besucht mich auch in meinen nächsten Testvideos.